Dieser kleine Junge ist 6 Jahre alt und geistig behindert. Wang Xiaoyu fand ihn eines Tages vor seinem Fabriktor. Seine Eltern hatten ihn dort ausgesetzt. Da war der Kleine gerade mal 3 Monate. Eines Morgens lagen sogar mal 3 Kinder auf einmal vor der Tür. Es hat sich herumgesprochen. Wang hat ein Herz für Kinder, ob gesund oder behindert. Und so nimmt er all diejenigen auf, die von ihren Eltern verstoßen werden. Die Leute halten mich teilweise für verrückt. Manche haben mir gesagt, ich solle doch lieber Hunde und Kühe beherbergen. Mit denen könnte ich wenigstens Geld machen. Weil es immer mehr Kinder wurden, baute er vor 14 Jahren diese alte Fabrik in ein provisorisches Heim um. Über 200 Kinder leben hier, der Großteil ist behindert. Inzwischen bekommt Wang zwar ein wenig Geld von der Regierung, doch das reicht gerade mal aus, um den Hunger zu stillen, sagt er. Wir haben keine Heizung, kaum Kleider, keine angemessene Förderung, zu wenig Betreuer. All das hat Wang uns vor unserem Besuch am Telefon gesagt. Doch das, was wir heute hier erleben, ist ganz anders. Aus Angst vor Ärger mit den Behörden bat Wang uns, unseren Besuch bei diesen anzumelden. Und so begrüßen uns 2 Vertreter der Lokalregierung schon an der Bezirksgrenze. Im Heim angekommen, erwartet uns ein Heer an Aufpassern. Zuerst fallen uns dann die strahlend roten Trainingsanzüge auf. Sind die Kleider neu, fragen wir sie. Ja, die haben wir heute bekommen, erzählt dieser Junge. Um die Ecke hängen die alten Kleider auf der Wäscheleine. Ebenso neu sind diese Ölfarben und alles ist blitzeblank geputzt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass man uns heute hier was vorspielt. Das private Heim von Herrn Wang, das sonst kaum Hilfe von den Behörden bekommt, wird heute herausgeputzt. Die Männer präsentieren uns das Mittagessen, den Unterricht. Doch wo sind all die Kinder? Gerade mal 70 zählen wir grob. Die sind in einer Schule in der Stadt, antwortet Wang. Er wirkt verunsichert. Wir bekommen das Gefühl, er möchte noch mehr sagen. Doch dann schickt man ihn weg, er soll sich jetzt ausruhen. Wir schauen uns ein wenig um, betreten diesen Hinterhof. Ein Aufpasser stellt sich schnell vor ein Mädchen, damit wir es nicht sehen können. Als er sich unbeobachtet fühlt, scheucht er es in das Zimmer. Und auch solche Bilder sollen wir eigentlich nicht sehen. Kinder wie sie hält man von uns fern. Es scheint, als wollten sie heute mit aller Gewalt den Eindruck verzerren, den Wang uns am Telefon vermittelt hat. Denn man spürt es, sie schämen sich für diese Bilder. Diese Frau erzählt uns, dass der kleine Junge auf ihrem Schoß für sie so sei wie ihr eigener Sohn. Wie er heißt, weiß sie dann aber nicht. Eine Hand kommt ihr eine andere Frau zu Hilfe. Ja, wir benennen sie immer nach ihrer Behinderung, stimmt sie dann zu. Die Herren von der Behörde werden immer nervöser. Die Gastfreundschaft hat ganz plötzlich ein Ende. Gerade mal 2 Stunden, nachdem wir gekommen sind, bittet man uns, das Gelände zu verlassen. Dann eskortieren sie uns bis zur Bezirksgrenze und im Nu ist man uns wieder los.